WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 11. August 1988. Der Todestag des Regisseurs und Bühnenbildners Jean-Pierre Ponnel. Donnerstag. Ich schreibe dir unter einer tödlichen Sonne, mache dauernd Zwangsarbeiten, Waffen reinigen, schmieren. Ende der 50er Jahre schiebt Jean-Pierre Ponnel Militärdienst in der marokkanischen und algerischen Wüste. Seine Frau, die Schauspielerin Margit Saad, bekommt deprimierende Briefe. Essen ist nicht mal zum Kotzen, zum Trinken nur warmes Bier. Mir geht es sehr schlecht. Ich bin vollkommen einsam in einer Stein- und Gebüschwüste, 20 Kilometer weit von Casablanca. Die Vulgarität hier, diese Kolonieatmosphäre ist tödlich. Der Algerienkrieg steht kurz vor seinem Ende. Ponnel, damals Ende 20 und schon ein bekannter Bühnenbildner, ist angewidert vom Stumpfsinn des Soldatenlebens und vom Hass der rechten Kriegstreiber gegen die Nordafrikaner. Wir alle hatten den Eindruck, dass der Feind nicht die Araber sind, sondern der Faschist. Mein Gott, wie konnten alle diese Leute so verbrecherisch denken, sich so dumm, so sinnlos gegen die Geschichte und die Macht des Volkes stellen? Zwei Erfahrungen werden Ponnel nach seiner Rückkehr aus der Wüste prägen. Die Angst vor dem Verlust der Kultur und die Erkenntnis des Todes. So stürzt er sich nach 1961 in ein rastloses Leben als Bühnenbildner, Regisseur, Filmemacher, Kettenraucher und Genussmensch. Kein Wunder, dass gerade Mozarts Don Giovanni für Ponnel zum Schlüsselwerk wird. Don Giovannis größter Feind ist der Tod, die Antithese zum Leben. Das ganze Stück ist die Flucht Don Giovannis vor dem Tod. Und mit dieser Todesangst ist auch seine sinnlose Jagd nach neuen Abenteuern und nach Lust zu erklären. Auf der Jagd ist auch Jean-Pierre Ponnel. Auf dem Höhepunkt seines Ruhms in den 70er und 80er Jahren absolviert er den Terminkalender eines Managers in der Großindustrie. Wo und was werden Sie in nächster Zeit inszenieren? Ich heiße nicht Leporello, aber ich müsste beinahe einen Katalog, ein Register rausziehen. Ich mache eine neue Inszenierung in Salzburg von Idomeneo, eine der wesentlichen Oper von Mozart. Gleichzeitig habe ich wieder Aufnahmen in Salzburg von der Zauberflöte und in Bayreuth von Tristan. Anschließend nehmen wir Tristan auf für das Fernsehen. Dann fliege ich wieder nach Amerika, wo ich in Chicago einen Holländer mache. Und an der Met ein Titus von Mozart. Dann komme ich zurück nach Europa, drehe zu Ende einer Serie. Er war ein Workaholic, die anderen ruhten sich aus und er machte weiter. Zu seiner Zeit gab es ja diese Concorde. Ich weiß sehr oft, dass er mittags mit der Concorde nach New York flog, am Flugplatz in JFK, dort den technischen Direktor von der Met oder von Chicago, San Francisco empfing, mit denen Sachen durchging und wieder zurückflog und am nächsten Tag wieder weitermachte. Grisha Asagarov ist in diesen ruhelosen Jahren Ponnels Assistent und studiert seine Inszenierungen ein, wenn der Meister mal wieder mit neuen Projekten durch die Welt jettet. Jean-Pierre Ponnel ist der erste und letzte Global Player der Oper. Von San Francisco bis Salzburg, Glyndebourne oder Wien liebt man seine opulenten Bühnenereignisse, die das Publikum in einen magischen Raum saugen. Es waren einfach ungeheure schöne Bilder auch. Wo sehen Sie heute schöne Opern? Also ich sehe im Moment in den meisten Inszenierungen relativ hässliche Kostüme und hässliche Bühnenbilder. Ponnel dagegen liebt das Theater fürs Auge. Die verzuckerte Schönheit von barocken Prunksälen bei Monteverdi, gemütliche Puppenstuben bei Rossini
oder den riesigen blühenden Wunderbaum in Wagners Tristan und Isolde in Bayreuth. Dennoch ist Ponell kein naiver Kulinariker. Oft ist die barocke Pracht verfault, in den Puppenstuben blättert der Putz, der Wunderbaum entlaubt sich, vergiftet vom Ungeist der Menschen, die hier spielen, und von ihrer Angst vor dem Tod. Der Tod waltet schon in Ponells ersten Arbeiten, etwa im Bühnenbild für Hans-Werner Henzes Oper Boulevard Solitude von 1952. Man erkennt die Handschrift des ausgebildeten Malers, der bei Fernand Léger Kurse belegt hat, zeichenhaft und zeichnerisch, ein bisschen selbstverliebt, aber dennoch funktional, was den Operndramaturgen Klaus-Peter Kehr durchaus beeindruckt. Die Bühnenbilder waren sehr opulent und klug, muss man sagen, also für Theaterspiel geeignet, was ja relativ selten ist. Also, dass ein Bühnenbildner mitdenkt, wo man auftritt, wo man abgeht. Und es gab immer zwei Ebenen und drei Türen. Und da konntest du alles mitmachen. Also, du hast verschiedene Ebenen, du hast verschiedene Auftritte, was im Übrigen auch das antike Motel ist. Ne? Die drei Türen, die linke geht in die Stadt, die mittlere in den Palast und die rechte geht nach draußen. Bei Ponell sind solche Anklänge an die antike Tradition kein Zufall, sondern das Ergebnis profunder Bildung. Das altmodische französische Schulsystem hat sie ihm vermittelt und er ist ein Leben lang stolz darauf. Das Gepäck an Bildung, das man in den Kinderjahren im Familienmilieu erworben hat, ist unersetzlich. Ohne eine gewisse Kenntnis einer bestimmten Zivilisation, einer Epoche, ist es nicht möglich, ein Stück des Repertoires, ein Werk, das nicht in unserer Zeit geschrieben wurde, zu verstehen. Seine Kinderjahre verbringt Ponell, Jahrgang 1932, nicht in seiner Geburtsstadt Paris, sondern auf dem Weingut seiner Eltern, in Beaune an der Côte d'Or, einem der besten Weingebiete von Burgund. Der Vater ist nicht nur Weinhändler, sondern auch Sportreporter und Rundfunkmann, der nach der deutschen Besetzung von Frankreich in die Résistance geht. Die Mutter ist Operettensängerin aus einer tschechisch-ungarischen Theaterfamilie. Direkt in meiner Nähe, da wohnt ein junger Mann. Wenn ich vorübergehe, schaut er verliebt mich an. Nach 1945 wird Vater Ponell als französischer Kulturoffizier nach Baden-Baden beordert, um den Südwestfunk mit aufzubauen. Hier geht der Sohn ins Gymnasium, macht erste Bühnenbilder fürs Ballett und für Opern. In Düsseldorf lernt er Margit Saad kennen, die im Kabarett Komödien auftritt, Filme macht und gern auch mal Schlager singt. 1957 heiraten sie. All seine Liebe geschenkt. Ponell ist jetzt privat und durch seine Arbeit so sehr in Deutschland verwurzelt, dass er wenig Lust hat, nach Frankreich zurückzukehren. Ich betrachte mich als deutschen Theatermann, als einen Regisseur deutscher Schule. Ich habe in Frankreich nie Sprechtheater inszeniert, nur Opern. ...1963 darf Ponell in Düsseldorf erstmals eine Oper inszenieren. Wagners Tristan, ein großer Brocken, eine umstrittene Regiearbeit. Berühmt machen ihn dann sein Rossini-Zyklus in Düsseldorf und der Mozart-Zyklus in Köln mit dem Dirigenten István Kertész. Allmählich kommt das System Ponell auch über Deutschland hinaus in Fahrt. Nicht zuletzt, weil Ponell seine Stücke nicht mit dem Libretto, sondern aus der Musik heraus inszeniert. Grischa Asagarow. Er war ja Gott sei Dank ein höchst musikalischer Regisseur. Das ist ja seine große Qualität, dass er einer der musikalisch auch ausgebildeten Regisseure ist. Er hat ja auch studiert Musik. Er konnte sehr gut Klavier spielen. Er setzte sich, wenn er mal Lust hatte, setzte er sich hin bei einer Probe oder vor der Probe und spielte mal ein bisschen. Das konnte er. Immer ist bei Ponell die Musik der Auslöser für die Aktion auf der Bühne. Sie bestimmt das Spannungsverhältnis zwischen den Personen. Sie löst emotionale Krisen aus. In den großen Monologen bei Wagner oder in Rossinis quirligen Ensembles, bei Verdi oder Monteverdi,
dessen Opern Ponell zusammen mit dem Dirigenten Nikolaus Harnoncourt am Zürcher Opernhaus neu entdeckt. Und natürlich arbeitet er immer mit den besten Sängern seiner Zeit, die sich ihm willig unterwerfen. Es war wirklich eine ganz familiäre Zusammenarbeit zwischen den Sängern. Ich erinnere mich das erste Mal, dass er mit Agnes Balzer arbeitete in Zürich und er mit ihr ihre erste Carmen schuf. Da begann eine Liebesarbeit für die Zukunft. Er sagte, mit der Frau kann ich jedes Stück machen, was ich will. Und früher war dasselbe mit Mirella Freni oder mit Lucy Pop so und so. Es waren aber auch mit den Männern, ob das Raimondi war oder Montasolo. Selbst mit Pavarotti, die hatten ein ganz enges Arbeitsverhältnis. Pavarotti machte alles für Ponell. Luciano Pavarotti ist 1985 der Star in Ponells Verfilmung von Giuseppe Verdis Rigoletto, der an Originalschauplätzen in Mantua und Parma spielt, in hohen Palazzi, finsteren Laubengängen, fürstlichen Theatersälen. Damals sind Ponell, sein kulinarischer Stil und seine Stars Inbegriffe eines Opernbooms, der von Leo Kirchs Produktionsfirma Unitel medial ausgeschlachtet wird. Sein kompromissloses Qualitätsbewusstsein beweist Ponell auch hier. Er kümmert sich um alles und vor allem nimmt er seine Sänger als Darsteller ernst. Klaus-Peter Kehr. Er hat sehr intensiv mit den Sängern an den Rollen gearbeitet und er hat sich mit der Psychologie der Figuren beschäftigt, dass sich sowas irgendwann auch mal totläuft, ist in der Natur der Sache. Kritik an Ponells kulinarischem, bildungsgesättigtem Theater kommt nach 1968 vor allem aus den Reihen linker Theatermacher und Journalisten, die von der elitären Oper mehr Gegenwartsbezug und politische Stellungnahme fordern. Ponell reagiert gereizt. Ich finde es töricht, ein Stück des 18. Jahrhunderts zu sagen, zu modernisieren, zu aktualisieren, indem man die Leute in Klamotten des 20. Jahrhunderts tut, indem man meinetwegen ein abstraktes Bühnenbild oder jetzt, wo Abstraktion nicht mehr so en vogue bei den Rezensenten ist, dann tut man das in irgendeine Fabrikruinenlandschaft. Ich finde es dumm und prätentiös. Werke des 20. Jahrhunderts inszeniert Ponell selten, eine Uraufführung nur einmal. Die Shakespeare-Oper Lear von Aribert Reimann, 1978 in München mit Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelrolle. Eine beeindruckende Produktion, in der eine karge Bühne immer mehr zum unkontrollierbaren Mitspieler wird, sich aufbäumt, die Personen fast abwirft. Ein Raum hat ja Kraftlinien, die jemand spüren muss. Also ein Raum, der ein lebendiger Mitspieler ist, der sich verändert, je nachdem, wo einer steht, der Auftritte, der Abgänge richtige bereithält, Begegnungen von Figuren, das ist eine eigene Kunst. Die Jean-Pierre Ponell beherrscht wie kaum jemand. Aber das Arbeitspensum, das gute Leben und der Rauchkonsum zehren an seiner Gesundheit. Alle rauchten. Entschuldigung, Ponell war ja nicht der Einzige. Es gab kaum noch einen Regisseur, der nicht rauchte. Und Ponell rauchte 90 Gitan am Tag. Er konnte in Zürich zum Teil 100 Meter nicht mehr gehen, ohne irrsinnige Schmerzen zu haben. Er hat ja 14 Bypässe bekommen da bei der Operation. Aber die Operation ging ja gut. Wenn er nicht in das Mann-Auditorium in den Orchestergraben gestürzt wäre, weil der Übergang nicht fest war, hätte er noch lange gelebt. Von seinem Sturz in Tel Aviv erholt sich Ponell nicht mehr. Am 11. August 1988, heute vor 30 Jahren, stirbt er in München mit 56 Jahren. In seinem Kalender stehen noch etliche Regie- und Filmprojekte. Jetzt bleiben sein Leben und seine künstlerische Arbeit ein trauriges Fragment. Ich habe nicht die geringste Ambition, für die Zeit nach meinem Tod irgendeine Botschaft oder ein künstlerisches Testament zu hinterlassen. Für mich ist der Tod die richtige Erlösung nach dem irdischen Dasein. Danach gibt es nichts mehr. Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Jean-Pierre Ponell, der am 11. August 1988 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den Maler und Grafiker Franz Radziwill. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 Uhr auf WDR 5.
und abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit hier im Netz. wdr.de